Die Druckdaten sind jetzt freigegeben, die Druckplatten sind auch schon produziert und jetzt schauen wir doch mal, wie unser Gerrit-Magazin hergestellt wird. Das Magazin Gerrit der Hochschule wird heute in der Offset-Technologie auf einer Heidelberger Speedmaster produziert. Wir brauchen 1200 Stück für den Buchbinder. 1400 habe ich im Schöndruck gemacht. Das heißt, ich sage dem Zähler jetzt, mach mir 1300 Bogen. Dann habe ich 100 Bogen mehr, als der Buchbinder benötigt. Damit haben wir genug Auflage. Dieses Passkreuz ist in jeder Farbe sichtbar. In Schwarz, in Blau, in Rot, in Gelb. Und diese Passkreuze, wie der Name sagt, müssen übereinander passen. Wir gehen jetzt in die Produktion. Jetzt ist die Farbe nass. Das braucht 5 bis 8 Minuten auf diesem Material, auf diesem Papier, ehe wir sie in Stapelwände stellen und rumdrehen können. Das ist der sogenannte Stapelwender, der uns die Paletten rumdreht. Jetzt fahren wir die Palette gedreht wieder in die Maschine, um die Rückseiten zu drucken. Der Stapel fährt jetzt hoch und wird seitlich exakt ausgerichtet. Die Regionalität bietet natürlich den Vorteil, dass die Studierenden hier ins Haus kommen können, ihr Produkt, das im Vorfeld in der Redaktion, in der Vorstufe, in der Grafik entstanden ist, direkt an der Maschine gedruckt auf dem Papier begutachten können, den Prozess kennenlernen und sehen, wo die Qualitätskriterien liegen.